Hallo, liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum nun siebten Teil zum Thema Recording und der insgesamt dritte Teil zum Thema Drums. Wir hatten es im letzten Video von der Bassdrum und heute kommt die Snare. Was gibt es über die Aufnahme, Abnahme von Snare zu sagen? Der Klassiker so ein bisschen und das, was man eigentlich überall hört für die Snare Drum, ist, man möge bitte ein SM57 verwenden. Ja, das macht schon irgendwie Sinn. Ich kann das auch so ein Stück weit nachvollziehen. SM57 sehr robustes Mikrofon, man kann mal draufhauen. Es lässt sich relativ gut auch positionieren, aber ich und auch Philipp, mein Kollege hier, sind mit dem Sound von einem SM57 nicht sonderlich zufrieden und deswegen machen wir das ein bisschen anders. Und zwar verwenden wir oben an der Snare ein Großmembrankondensatormikrofon, was genug Schallpegel aushält, und unten ein Kleinmembrankondensatormikrofon, das auch genug Schallpegel aushält. Wir wechseln da manchmal so ein bisschen zwischen einem Blue Dragonfly und einem Neumann TLM-102. Ich habe hier einfach mal das Neumann 102 hingeklatscht. Ich spiele es euch einfach mal vor. Wie auch schon in der Bassdrum, alles ohne Nachbearbeitung, ohne alles. Hier mal nur das TLM-102. Und was ihr hört, okay, ich habe jetzt keinen Vergleich gemacht, aber es ist alles da. Es ist auch, wie die Grenzfläche schon bei der Bassdrum, ist das ein Signal, aus dem man noch viel rausholen kann, indem man einfach das, was man nicht möchte, rausfiltert. Zum Beispiel dieser klirrende Sound von den Rims. Der stört mich ja nicht, dass er da ist. Ich kann ihn ja rausziehen. Wenn ich ihn aber möchte, weil ich ihn charaktermäßig zu dieser Snare haben will, habe ich ihn da. Ja, und da bieten mir einfach, für mich bieten da Kondensatormikrofone einfach mehr, weil mehr vom Frequenzspektrum da ist. Auch sind sie ein bisschen schneller im Ansprechverhalten. Auch eine Eigenschaft von Kondensatormikrofonen. Das habe ich ja schon in den Mikrofontechnik-Videos mal erwähnt. Das sind alles so Vorteile, die will ich gar nicht mehr missen. Generell, egal ob jetzt ein SM57, ein whatever. Die Schwierigkeit an einem Snare-Mikrofon ist es, die Hi-Hat nicht drauf zu haben. Und das ist eine Sache, wo ihr einfach mit der Positionierung arbeiten müsst. Meistens stellt sich es aber dann so raus, dass ihr gar keine Alternative habt, weil ihr habt nur diesen einen Spot, wo überhaupt das Mikrofon hinpasst. Egal welches Mikrofon das jetzt ist. Man hat nur diesen kleinen Winkel und muss dann irgendwie mit dem arbeiten. Meistens ist es halt leider so. Aber achtet bei der Mikrofonierung darauf, dass ihr die Hi-Hat über die Nierencharakteristik so gut wie möglich ausblendet. Wenn es ganz, 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 ganz eng ist, würde es vielleicht auch noch Sinn machen, mit Supernieren zu arbeiten oder sogar mit Keulenmikrofon, habe ich alles schon gesehen. Macht ein Stück weit Sinn. Wie gesagt, unsere Variante ist Neumann TLM 102. Für einen Button, es gibt nicht so wirklich einen Klassiker. Was man in großen Studios ganz oft sieht, ist ein AKG C414 oder auch ein SM57 oder solche Sachen. Wir nehmen SE Electronics SE4, einfach deswegen, das Ding hat einen schönen Pad drin. Ich kann das relativ gut aussteuern, indem ich einfach schon im Mikrofon 10 dB Pad einstelle und klanglich durchaus auch. Ich persönlich bin gar kein großer Freund von Button-Mikrofonen. Ich hole einfach meistens schon aus dem Top das raus, was ich möchte, und dann brauche ich meistens das Button-Mikrofon nicht. Trotzdem der Vollständigkeit halber hier einmal das Button. Und damit ihr mal hört, was das so für ein Mischverhältnis jetzt gibt, hier mal beide zusammen, auch völlig unbearbeitet. Nur ein bisschen Lautstärkeverhältnisse habe ich hingeschoben, so wie ich gedacht habe, so könnte man jetzt mal weiterarbeiten. Viel Spaß! Genau.
das zum Thema Snare Drum. Wie gesagt, achtet auf die Positionierung, überlegt euch, vielleicht habt ihr eine Alternative zu einem SM57, was das auch kann. Guckt mal, was ihr so rumfahren habt und probiert aus. Was die Positionierung angeht, das sollte ich vielleicht noch sagen. Die Positionierung, der Ausgangspunkt, von dem wir starten, ist, dass die Kapsel relativ eng überm Rim steht, so eng wie möglich am Rim, und dann so reingeneigt ist, dass die 90 Grad von der Kapsel weg, also wenn das die Kapsel ist, hier 90 Grad, fup, und das zeigt exakt auf die Mitte. Das zeigt dann dahin, wo man draufschlagen sollte. Das ist so unser Startpunkt. Von daraus bauen wir dann halt mit dem Winkel, je nachdem, wie wir es gerne hätten. Ich hoffe, das war aufschlussreich für euch. Wenn es euch gefällt, immer gerne Daumen hoch. Und solltet ihr noch nicht abonniert haben, freue ich mich natürlich gerne, wenn ihr diesen Channel auch abonniert. Es lohnt sich, weil da kommen jetzt noch ein paar Videos zum Thema Drumming. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öss.